Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Yay! Wir spielen wieder eine Runde und dann heißt das für uns jetzt erstmal im heutigen Fall. Es wird gut. Es wird sehr gut. Ich bin mir da sicher, wir werden vielleicht nicht ganz März, April erreichen. Ich bin schon wieder völlig durch den Wind, ganz nachgeschuftet wie ein Elch. So. Jetzt gucken wir mal gerade. Giftschiff. Echt jetzt? Ein Giftschiff direkt vor unserer Bude? Nerv. Ja, wir können das nicht machen. Wir, entweder Hunger oder nicht Hunger, ne? Also. Also, gucken wir mal. So, jetzt verkaufen wir mal die schlimmsten Sachen, die wir haben. Kriegen wir immerhin 50 dafür. Für 50 kann man sich schon Essen kaufen. So, okay, wie viel Strom haben wir jetzt da? Wir kriegen Saft drauf, aber es ist nicht mehr nicht so viel, wie ich bräuchte. Okay, wir müssen unbedingt uns um Strom kümmern. Das bedeutet, wir werden jetzt hier nochmal die nächste Turbine hinsetzen. Und hier auch nochmal welche. Und ich glaube, hier hinten könnte man auch welche hinsetzen. Will ich aber gerade nicht. Das ist doof hier. Bräuchte noch geothermale Energie. Das hilft alles auf Dauer nichts. Dann bauen wir jetzt hier mal schnell zwei noch hin. Okay. Und dann könnte man ja hier nochmal gucken, dass wir hier noch einen kleinen Solarpark aufmachen. So. Sollte jetzt erstmal genug Metalle verbraten, die wir dringend bräuchten. So, gucken wir mal. Das Giftschiff muss auf jeden Fall hier weg. Wir könnten ja mal kurz einen kleinen Blick riskieren. Boah, Alter! Lauft, Freunde! So ein ekliger Tausendfüßler, ohne Scheiß. Was macht ihr da? Was macht ihr da, ha? Schwein! Ja, genau, ohne Scheiß. Blöde Sau. Gesund, Minigun, ja. Das blöde Viech geht halt auch bestimmt nicht weg, ne? Wir könnten dem Lord mal so eine Schroti in die Hand drücken. Und irgendjemand hatte, glaube ich, noch keine anständige Waffe. Wer ist der Pillar ausgerüstet? Wer hat das? Burnell? Burnell, ja. Der hat aber auch einen Treffer gekriegt. Alter. Ja, das war's mit dem Saft. Das war's mit dem Saft jetzt gerade. Wisst ihr was? Wir schalten das Ding nochmal aus. Das hat keinen Wert gerade, weil der kommt sowieso nicht. Ja. Schnee wird hier. Ja, gut, starker Schneefall. Ist jetzt nochmal der letzte größere, ne? Das Schlimme ist, dass wir Hunger haben. Hunger ist echt ein Riesenproblem gerade. Machen wir noch ein paar Kartoffeln hinterher. Ach nee, Quatsch, nicht Kartoffeln. Ja, jetzt ist es zu spät. Wie schaut's hier aus? Können wir noch nichts ernten, ne? Die Wachstumsperiode ist heftig. Da wird hier, ne? 150% Wachstum ist schon ein Wort. Machen wir hier auch nochmal Reis ran.
Die Hälfte haben wir hier schon. Die Hälfte ist hier schon gewachsen. Es wird aber nicht reichen, glaube ich. Wir müssen unbedingt was zukaufen. Okay. Was machen wir, Freunde? Wir können hier nichts zu essen kaufen. Wir haben Holzskulpturen. Die können wir verkaufen. Das ist ein gutes Argument. Hier kriegen wir richtig Zeug noch. Ja, mit dem Mörser könnte man halt auch schön reinschießen. Noch ist es nicht kritisch. Viel kritischer ist das Wetter drin eigentlich. So, nein. Jetzt weiß ich, wo der Fehler lag. Wir bräuchten da drin dringend eine Heizung. Machen wir mal hier drin mal eine Heizung noch rein. Ist natürlich ganz schwierig, wenn du kein Metall findest. Okay, die haben hier hinten. Wir könnten jetzt mal kurz schauen, dass wir auf die Jagd gehen mit unseren Leuten. Da sollten aber alle mitmachen, damit das schnell geht. Haben wir hier irgendwas zum Jagen da? Echt jetzt? Nein! Macht denn ihr alle da? Die haben ihn aber ganz schön erwischt. Die Kumpels. Ganz schön erwischt. Ja, der Saft kommt nicht ganz mehr. Der kommt nicht ganz hoch. Guck ich mal gerade. Ja, oh. Jetzt müsste unsere Kolonie langsam loseiern. Holt euch die Waffe los. Alter. Lauf, Birdle. Nein! Okay, Freunde, wir müssen Folgendes machen. Lord, du bist gefragt. Warte mal kurz, macht er das auch? Wir müssen nämlich unsere Leute jetzt hier wegbekommen. Die müssen hier hoch. So schnell wie es irgend geht. Bevor die Herde kommt. Und wir müssen dringend Bernal retten. Alter, das können wir aber nur machen, wenn die Herde weg ist. Wir können auch nicht oben rumgehen. Das war keine gute Idee mit der Muffalo-Herde. Okay. Nein, nicht Silber tragen, ist scheißegal. Okay, die sind unterwegs. Der erste wird gerettet. Sag mir, dass du den richtigen rettest. Ja, mach da. Okay, Vark wird auch gerettet. Ski. Alles klar, die sind bereits dran. Boah, wie krass, Freunde. Aber immerhin nichts Schlimmes. Also kein heftiger Blutverlust bei den Jungs. Und wir haben jetzt unglaublich viele Muffalos vor der Tür. Wie schaut es bei unseren Tieren aus? Unseren Tieren geht es halt auch ganz, ganz schlecht, ey.
Müssen jetzt die Muffalos reinbringen und natürlich gleich auch ordentlich verarzten, ne? Genau, so wollte ich das. Gleich Essen für die Jungs. Ja, die essen halt jetzt roh. Sollen sie eigentlich nicht tun, weil das ist nicht ganz, ganz, ganz schlimm. Vor allem für die Nahrung und so weiter. Wie schaut's da aus? Nahrung haben sie alle. Also der extreme Nahrungsmangel ist auf jeden Fall besiegt, ja. Unser Wag bekommt auch wieder was. Dem geht es mit Sicherheit auch gleich wieder besser. Puh. Halbwegs rumgekommen, Freunde. Kimi hat erstmal Blutdienst. Händler für exotische Güter. Shi, du kannst gleich mal weiter. Du musst Muffalos tragen. Die müssen nämlich eingelagert werden, weil so schnell kommt unsere Nahrung hier unten nicht ran. Okay. Alle weglagern, bevor was Schlimmes passiert. Die Nahrung hält uns für... Bis die Nahrung hier draußen wächst, hält die uns am Leben. Und das schalte ich jetzt aus, das hat keinen Effekt. Das hat keinen Wert. Solange wir das nicht beheizt hinkriegen und das durchgehend läuft, gehen uns die Pflanzen ein. Und dafür habe ich lieber durchgehend Strom. Weil jetzt mit dem Muffalos... Ne? Was macht Kimi da? Besuch Grab von... Makoto Miner. Okay. So, wie geht's Flair? Oh, auch Nahrungsmangel. Das wird jetzt langsam. Wir können jetzt die ersten Mahlzeiten werden wieder gekocht. Also es wird schon, wir kommen langsam auf Stand. Ja, so langsam wird's doch schon. Komm, die erste Nahrung wird eingelagert. Alles ist shiny. What? Ja, Freunde, pass auf. Wer hat momentan gerade eine heftige Waffe am Start? Okay. Shi. Macht das Raumschiff kaputt, ohne Scheiß. Jetzt haben wir den Kampf gar nicht gesehen, so ein Blödsinn. Ah. Das haben uns unsere Nachbarn gemacht. Großhändler. Haben wir Saft auf der Pumpe? Okay. Quatschen wir mit dem. Yes, Baby. Yes, Baby. Yes. So. Jetzt kaufen wir mal. Können wir Stahl? Ja, gut, Stahl bringt uns jetzt gerade gar nichts. Muffalo-Wolle bringt uns auch nichts. Bären könnten wir kaufen. Na komm, machen wir einfach mal. Nahrung ist Nahrung und in dem Fall stinkt Nahrung tatsächlich gar nicht. Weg das Ding. Bam. So. Haben wir erledigt, Freunde. Haben wir erledigt. Besuchergruppe, Jäger ohne Waffe, ist klar. So. Jetzt wird es langsam. Keine Forschung läuft, das ist auch klar. Wir könnten mal kurz die Nährstoffresynthese noch durch erforschen. Das ist eine relativ kleine Forschung, die aber viel ausmacht. Dass man einfach hier auch zur Not weniger Nahrung braucht. Nur für den Fall der Fälle, Freunde. Jetzt wird es außen schön. Ihr seht schon, Burner ist ja wie ein Weltmeister am Anbauen. Zum Glück haben wir das jetzt hier erstmal beendet. Und ich hoffe, wir kommen wieder weiter. So, hier wird hoffentlich auch die Bären, werden auch eingelagert, zum Teil zumindest. Das ist, passt mir jetzt gar nicht, dass die so lange hier draußen sind, aber die können bei den Temperaturen draußen auf jeden Fall eine Zeit lang, ja, eine Zeit lang bleiben. Und hier ist ja auch mega viel, schaut mal, wie viel hier angepflanzt wird. Also Heu, Gras, gut, das ist jetzt nicht unbedingt Priorität, aber es kann jetzt alles langsam angebaut werden.
Ich hoffe, die Temperaturen lassen es auch richtig zu, weil es gibt nichts Schlimmeres, also baust an und dann geht alles wieder kaputt, ne? Na gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, euer Zwerg auf Zwergtube. Tschüss!